Wir sind wieder da. Wir haben jetzt zwei oder ich habe eher gesagt drei Tage Zeit, Freitag bis Sonntag. Kann ja endlich mal ein bisschen arbeiten. Blöd an der Geschichte ist, hier ist nur noch Regen. Aber was meckere ich da? Ich sag mal, ihr geht ja gerade komplett unter. Ahrtal ist ja schon wieder fast K.O. Naja, ja, was machst du dann da, wenn alles am Regnen ist? Habe ich mir jetzt überlegt, komm, hier den Kram musst du eh noch machen. Deswegen mache ich jetzt quasi da die Duschinstallation. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie tief die Ausfassung, die Dinger da, der hier, wie tief der quasi rausgucken muss. Keine Ahnung, ich denke mal so 1,5 cm lasse ich das bis zum Gewinde. Ich habe ja noch rein theoretisch Fliese und ein bisschen Kleber nachher drauf. Ich denke mal 1,5 cm passt, wenn nicht, sehen wir es ja. Ja, das ist jetzt meine nächste Mission, hier den ganzen Kram machen, damit ich hier nicht gleich unter Wasser gehe. Soll nämlich stärker hier regnen. Und wenn ich den ganzen Kram habe, vielleicht schaffe ich noch oben den Wasserboiler heute. Aber das ist ja immer so, man nimmt sich was vor und kommt dann doch nicht so weit. Ansonsten gucken wir mal, was wir hier machen. Fkenia ist gerade auch angekommen. Ja, dann legen wir mal los. Ich bin gerade echt zu brünett. Kriege ich irgendwie nicht gebacken. Ich muss ja quasi von meinem 25er Durchmesser, von den großen, reduzieren auf hier Kindergröße. Es gibt leider keinen anderen Aufsatz hierfür. Kriegst du nur in den 20er, in den kleinen Müllding, wo du keinen Wasserdruck drauf hast. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier solche von 25 auf 20er Übergänge. Das habe ich jetzt schon mal ein Ding fertig. Das ist nämlich hier ein normaler 25er, wie du also 25 auf 25 verbindest. Das kommt in so einer Nuss, ist ja schön und gut. Jetzt kann ich hier das Kinderrohr reintun, schön, aber nur von der Seite hier. Also Kinderrohr auf Kinderrohr passt. Jetzt habe ich das Problem, die Seite hier, die sieht komplett anders aus. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ob man hier einfach das Kinderrohr da rein wursten soll. Jetzt riskiere ich das einfach mal. Versuche einfach nur das Kinderrohr da reinzukriegen und ja, vielleicht habe ich Kinderriegel, wer weiß. Auf jeden Fall muss ich dann jetzt erstmal wieder alles wechseln, das ist ja heiß. Kann ich 5 Minuten abkühlen lassen. Ich gehe jetzt erstmal essen und dann versuche ich nochmal mit den Kinderschuhen hier alles zu machen. Zwischenbericht, wie man jetzt die Dinger richtig verbindet. Und zwar muss man hier einmal, ich gehe immer von den großen Rohren, von den 25er auf Kindergröße. Und zwar, man hat einmal hier die komischen Rohre, habe ich ja schon gesagt, die Verjüngung von 25 auf 20. Da kommt dann natürlich das 20er Rohr rein, das ist die Mitte, das Ding. Ja, und man muss auf den hier, auf der Verjüngung, muss man quasi ein normales Ansatzfitting draufsetzen von den 25ern. Deswegen sieht das dann jetzt so komisch aus. Ja, und hier mit der Aktion, da dachte ich ja zuerst, dass man hier nochmal irgendwie was oben drauf setzt. Hab's jetzt einfach mal riskiert. Und zwar habe ich ja, das kleine Kinderrohr einfach hier dann reingedrückt. Sollte auch dicht sein. Hält zumindest, kriegst du nicht mehr ab. Und auf der Seite ist der Anschluss ja ein wenig anders. Hier kommt direkt das Kinderrohr hier rein. Also so wird es auch nachher reinkommen. Damit ich nämlich einmal vom, ich sag jetzt mal, von meinem Hauptgang habe ich mein großes 25er Rohr, geht dann nur für den Duschkopf auf 20er Kindergröße und dann soll es weiter hier zum Waschbecken gehen, da soll es dann wieder auf 25er sein. Deswegen ist dann ein bisschen tricky, aber ja, kriegt man irgendwie hin mit viel Geduld und Langeweile, ne? Damit ihr das nochmal schnell seht, wie gesagt, das ist jetzt quasi hier die Verjüngung. Einmal die Verjüngung und einmal den großen ineinander packen, natürlich so herum. Und dann habt ihr genau so ein Ding. Sieht komisch aus, ist aber so. Könnt schon wieder ausrasten, tue es aber gar nicht. Das ist das Problem mit den Kinderrohren arbeiten, deswegen will ich das eigentlich nicht, aber geht nicht anders. Und zwar, wenn ihr jetzt mal reinguckt, ich hoffe man sieht das, man hat fast gar keinen Durchfluss mehr. Das ist ja, ne, wenn du eine andere Seite hast, hast du ein bisschen mehr. Heißt also, ich habe hier 2 Sekunden zu viel gedrückt und hier Kinderrohr verzeiht dir gar nichts. Also
Tipp von mir, arbeitet nicht mit dem Müll. Aber manchmal geht es nicht anders. Wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Hier, die ersten sind mir nicht sehr gut gelungen. Hier habe ich hier ein bisschen Abstand dazwischen. Genau wie hier. Und hier habe ich es ein bisschen retten können. Mit einem Schraubendreher habe ich nochmal den vergeigten Innendurchfluss offen gemacht. Also auch hier gerettet. Passt soweit alles. So. Und jetzt hier zu den neuen. Die sehen natürlich ein bisschen besser aus. Hier habe ich die jetzt komplett dicht an dich. Und nicht hier einen Spalt dazwischen. Ja, jetzt habe ich die ganzen Kinderrohrverbindungen fertig. Ich hoffe, ich muss die nicht wieder benutzen. Und jetzt kann ich wieder auf meinen normalen 25er gehen. Hier muss ich ja wieder mit der anderen dran setzen. Ja, musst du erstmal so was gemacht haben, damit du das verstehst. Ist gar nicht mal so tricky. Endlich mal was Produktives hier gemacht. Ich habe es jetzt fertig bekommen. Natürlich muss ich jetzt alles hier zumachen, aber ich muss ja erst mal gucken, ob es funktioniert. Ne? Und deswegen seid ihr jetzt da. Ich habe mir jetzt hier solche Eckventile geholt. Ich habe keine Verlängerung. Das soll jetzt erstmal vorläufig für Händewaschen sein. Muss mal gucken, hier noch so einen Nüppel hier holen. Ja, auf jeden Fall war das gar nicht mal so leicht, hier alles zu installieren. Ne? Mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich habe ja noch ein bisschen Spielraum, kann ich noch ein bisschen bewegen, habe die abgesichert mit Schraube und Kabelbinder, weil man das so macht. Oder auch nicht. Ja, und hier, also kannst mir sagen, was du willst, ich will nie wieder mit den Kinderrohren arbeiten, mit den 20er, die sind einfach nur totale Rotze. Ich weiß gar nicht, wer so einen kleinen Durchmesser erfunden hat. Ja, auf jeden Fall, hier habe ich noch ein bisschen Spiel, kann ich hier, die Fliesen kommen hier eh noch vor, kann ich quasi ein bisschen ausgleichen. Hier wieder meine typische Sicherung und hier was da reinzukriegen, war ja gar nicht mal so geil. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt alles hält. Das sehen wir jetzt. Zumindest funktioniert jetzt erstmal nur die untere Leitung, also sprich der blaue. Weil rot habe ich noch nicht angeschlossen. Habe ja noch keinen Warmwasserboiler installiert. Genau. Heißt also hier die untere Leitung, da war ja die alte, ist ja für Toilette. Hier die obere, da geht es jetzt rein. Die hier, das ist Warmwasser, dementsprechend nicht angeschlossen. Gut. Lange geredet. Unten ist dran. Hauen wir nochmal Druck drauf. Hier, da dürfte nichts passieren. Na, so richtig rummachen. So, das war der. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist jetzt hier die neue Leitung, die ich gemacht habe. Auf jeden Fall der Druck stabil. Scheint ja schon mal gut zu sein. Und bis jetzt ist kein Wasser da. Das sieht gut aus. Hier ist am Lecken. Ne, kein Wasser. Nix. Wunderbar. Da beobachte ich trotzdem noch. Ja. Das sieht ja gut aus. So, testen wir auch mal, wenn es läuft. Hier auch total krank. Weiß gar nicht, das ist hier irgendwie üblich, dass man in den Räumen mehrere solche komischen Schaltungen macht. Hier oben zur Lampe, das funktioniert sogar, aber ich traue mich da nicht richtig mit meinen Fingern dran zu gehen.
Irgendwie ist mir da ein bisschen kurios. Ja. Keine Ahnung, wofür die Leitung jetzt soll, weil genau da ist der Lichtschalter. Macht ja auch voll Sinn, einen zweiten Lichtschalter zu haben. Oder vielleicht hast du keinen Bock, die 2 Meter weiter zu laufen. So. Der müsste jetzt hier reinkommen. Ist gar nicht mal so leicht mit halten und drehen. Alter Schwede. Ja, da noch ein bisschen drauf. Wird schwer. Ja, funktioniert. Schön, schön, schön. Habe ich schon mal wieder einen kleinen Tick weiter. Jetzt muss ich nur noch motiviert sein und hinten den Rest machen. Aber irgendwie ist ja jetzt gerade Sonne und ich weiß nicht, ob ich jetzt weitermachen soll oder doch nach Hause fahren, damit ich immer wieder ein Video mache. Weil ihr wartet ja auch schon drauf. Ja, hier hatten wir PVC-Zeug da rausgenommen. Hier ist wieder der komische Holzteil. Muss ich auch nochmal rausreißen, alles, weil logisch, geht kaputt. Ja. Und ich den Kram hier raus habe, kann ich dann sehr wahrscheinlich in einen durchbetonieren. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht gemacht mit den ganzen Angipsen und hier und da. So I really, really wanna know what the hell you waiting for.